Freitag, 8.12.2017, 12.36 Uhr, Drucken Nutzungsrechte Feedback IF, Typeof AD, gleich undefinit, AD.AD, Brandet-Schandl-Dieser, die Bundeswehrkaserne im baden-württembergischen Pfullendorf ist erneut im Visier der Staatsanwaltschaft. Es werde gegen mindestens einen Soldaten wegen des Verdachts der Volksverhetzung ermittelt, sagte ein Sprecher. Zuvor hatte die Schwäbische Zeitung darüber berichtet. IF, Typeof AD, gleich undefinit, AD.AD, Outstream, IF, Typeof AD, gleich undefinit, AD.AD, Mitte-1. Demnach geht es unter anderem um eine per E-Mail verschickte Fotomontage mit möglicherweise volksverhetzendem Inhalt. Ein Stabsfeldwebel soll von seinem Dienstcomputer an einen anderen Soldaten geschickt haben. Der Schwäbischen Zeitung zufolge soll die Montage das Eingangstor des ehemaligen Konzentrationslagers Auschwitz und Flüchtlinge zeigen. Über diesem Bild stehe: Hier ist für jeden von euch Platz. Die Zeitung beruft sich auf ein Schreiben vom 8. Oktober an die Staatsanwaltschaft, in dem Soldaten anonym den Vorgang schildern, der sich Ende 2016 in der Ausbildungskompanie ereignet haben soll. Der Empfänger habe seinen Kompaniechef informiert, der habe aber ebenso wie ein weiterer Vorgesetzter nichts unternommen. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft bestätigte am Freitag, dass auch geprüft werde, ob Beteiligte verpflichtet gewesen wären, den Vorfall zu melden. Anfang des Jahres hatte es in der Kaserne in Pfullendorf einen Skandal um entwürdigende Aufnahmerituale gegeben. 4 Soldaten wurden daraufhin im Februar aus der Truppe ausgeschlossen. 3 von ihnen kämpfen weiterhin mit juristischen Mitteln dagegen.